Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Stream. Wir spielen heute wieder Oni und Zwerchenklärchen. Habe ich mir für den heutigen Stream so ein paar Ziele gesteckt. Eines der ersten Ziele ist, dass wir hier... Dass wir hier anfangen, und Salzwasser in diesen Bereich reinzupumpen. Und das hier, warum bist du unreachable? Achso, weil noch nichts hier geladen ist, darum. Genau, ne, dass wir uns Salzwasser hier hinholen und dann Waterweed anpflanzen. Ja, dafür werden wir hier in diese Storage Bin Bleachstone packen, damit das hier in der Nähe ist, und werden dann höchstwahrscheinlich das hier einmal alles ausbuddeln. Sowie noch ein kleines bisschen mehr holen. Ne, hier haben wir noch eine ganze Menge. Weiterhin werden wir uns eine Glassforge bauen. Da weiß ich noch nicht genau wohin. Idealerweise. Interessant. Ja. Das schaut ein bisschen interessant aus. Sand. Okay. genau, da weiß ich noch nicht ganz genau wohin damit. Vermutlich hier so in den Bereich hinein, denn wenn wir uns die Temperatur mal angucken, wird man sehen, dass hier doch so ein bisschen warm ist an einigen Stellen. Insbesondere hier so um den Bereich herum. Es kommt so ein bisschen, glaube ich, davon, dass wir doch eine ganze Menge an Maschinerie hier stehen haben. Und insbesondere die Liquid Reservoirs sind halt auch so um die 50 Grad, einfach weil da 80 Grad heißes Öl drin ist. Ne, das ist dann noch ein bisschen wärmer. Und unsere Metal Refinery ist halt hier, die immer mal wieder 100 Grad heißes Petroleum durch die Rohre jagt. Ebenso wie unsere Polymer Press, die halt auch nochmal für Hitze sorgt. Ne, die dann sogar hier unten hindurch reinstrahlt. Genau, und ich würde einfach weiter Richtung Space hier bauen wollen. Und dass wir einfach noch mal ein bisschen weiter nach oben gehen, haben wir hier, hier ist noch CO2, das bedeutet, dort ist kein Vakuum, das ist hervorragend. Ja, und das ist halt dann das, was wir heute versuchen werden. Ich bin mir unsicher, wie viel wir davon schaffen werden, um ganz ehrlich zu sein. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich muss auch noch mal ganz kurz hier was nachgucken für die Waterweeds. Ne? Davon haben wir einige Setzlinge. Da. Ihr braucht Salzwasser. Na, ihr braucht kein Brine, ihr braucht Salzwasser. Ist jetzt die Frage, ist Salzwasser... Du wirst zu Brine, wenn du kalt wirst? Was? Brine. Brine ist natürlich eine concentrated solution of salt dissolved in water. Okay. Ich weiß nicht, wo der Unterschied hängt, aber hey. Ne, dementsprechend würde ich hier einmal wieder meine Lieblingszahl vorbereiten wollen. So, dass wir uns darum kümmern. Wir werden sehr wahrscheinlich irgendwo einen Wasserfilter setzen müssen, fällt mir sogar auf. Dass wir Wasser, was da nicht rein soll, irgendwie rausgefiltert bekommen. Ja. Das wäre eine Idee. Na, hier haben wir nämlich eine ganze Menge Dreckwasser. Das können wir uns schon mal vorbereiten. Ne, dafür habe ich ja hier den Liquid-Filter. Ich würde behaupten wollen, dass Orange wieder das Gute ist und Grün alles andere. Dementsprechend, das baue ich mal gerne aus Gold. Machen wir das mal so. Und canceln die drei. So.
Und dann lassen wir erstmal machen. So, das ruckelt jetzt ganz kurz, damit hier alles vorbereitet wird. Ne? Und anders als das haben wir, das haben wir jetzt als 5er Prio noch alles stehen. Hier haben wir noch eine ganze Menge an Algen. Wir haben eine okay Menge an Schleim. Achso, und genau, hier war unser minimales Problem, dass die Temperatur, in der das Wasser rauskam, ein bisschen zu spicy war. Gucken wir jetzt einfach mal, wie das wird. Ne, das scheint hier jetzt so um die 13 Grad Celsius, eigentlich ideal, genau, Punkt 13 Grad Celsius. Hier ist es wieder ein bisschen wärmer. 13,4, 13,4 ist auch noch okay. Solange das halt hier oben nicht mehr mit 40 Grad rauskommt, wäre das eigentlich schon alles Wichtige. So, da haben wir dreckiges Wasser mit 10 Grad. Ich meine, die Temperatur von euch ist jetzt halbwegs okay. Die ist halbwegs runtergegangen. Hier ist halt das Problem auch wieder die Temperatur. Dass hier das Wasser, was wir dort reinzimmern, auch 39 Grad und sowas hat. Ja, das ist alles etwas, was wir dann hoffentlich korrigiert bekommen. Bitte, danke. Jetzt muss hier noch einmal, das sollte ich hier auch eine, könnte ich hier eine Dingsens Transit Tube machen auf der linken Seite. Ich sollte dann wohl, wobei ich brauche die nicht. Nee, sagen wir mal, ich brauche keine Fire Pole. So, ne, und für die, die hier drinnen sind, könnt ihr das einmal ein bisschen verstärkt bauen. Ebenso wie das. Und oh, gib mir bitte noch mehr Prio-Kram. Das einmal alles. So, das Ding ist, du würdest hier so oder so nicht funktionieren, weil du komplett submerged sein musst. Hoffentlich funktioniert das so, wie ich es mir das vorstelle. Mit dem Wasser. Mal gucken. Wenn nicht, dann muss ich den ganzen oberen Bereich hier einmal anpassen. So, ne, und jetzt werden dort einmal die Rohre gebastelt. Hervorragend. Das ist doch das, was ich ganz gerne sehe. Wir könnten was Neues ausdrucken. Was hätten wir? Nutrient Bars. Ja. Ich würde ganz gern von Dupes auf 30 hochgehen. Und ich würde ganz gerne das canceln. Und dann hier was ganz anderes damit machen. So, wir können Window Tiles machen aus Diamanten. Ah, Diamanten ist aber ein bisschen spicy. Ich brauche erstmal den Water Cooler. So, und zwar packe ich den an dieses Ende mal. Hier tut es mir am wenigsten weh. Was ich nämlich hier ganz gerne hinsetzen wollen würde, ist eine Möglichkeit, Spaß zu haben. Beziehungsweise, ich würde hier ganz gern so Sonnenstühle, warte, wo sind die? Hier Furniture, die Beach Chairs, kann ich die drehen? Nein. Würde ich hier ganz gerne hinsetzen. Das Ding ist, Beach Chairs, damit sie funktionieren, müssen super, super gut besonnt sein oder belichtet sein. Das kriegen wir nur hin mit einer Sunlamp. Und, also ich darf die nicht mal ansehen, so zum Bauen. Und zum einen braucht das Ding, wie viel brauchst du? Knapp ein Kilowatt? So, ne, was quasi sagen oder bedeuten würde, ich möchte die ungern die komplette Zeit laufen lassen haben. Und nicht nur brauchst du knapp einen Kilowatt, die hat ähnlich wie die normale Lampe einen bescheidenen Radius, beziehungsweise einen noch bescheideneren Radius, weil die nicht mehr nach links oder rechts geht. So, das heißt, es wäre am klügsten, die hier oben irgendwie drauf zu bauen, ne, das von oben hier runter scheint und dann alles tutti wird. So zumindestens die Theorie. So, dann kann das hier deconstructed werden. Ja, die Klos funktionieren alle noch super. Wie schaut es eigentlich dekormäßig innerhalb unserer Basis aus? So, hier ist schrecklich.
Hier ist okay, nachdem wir Kram hingesetzt haben. Hier drumherum ist schrecklich. Hier könnte ich noch was hinsetzen. Gut, das ist weniger Basis. Hier oben ist auch alles schrecklich. Das ist höchstwahrscheinlich hauptsächlich so schrecklich, weil Kram einfach... Also hier ist es schrecklich wegen den Gaspipes. Ne, das weiß ich. Aber die anderen Dinger. Ich würde mir halt echt wünschen, dass die Leiter nicht so heftige Negativpunkte geben würde. Aber hey, da kann man wenig gegen tun. So, ne, das viel negativ. Minus 71. Moin, Chucky. Na, was geht ab bei dir? Ich krieg zu viel. Chucky, du willst gerade jemanden umbringen. Du kommst da jetzt auch nicht runter, ne? Okay. Wie mache ich das jetzt am gescheitesten? Wartet. Nicht zur Feierabend seit 18 Uhr. Das ist ideal. So, was für Materialien habe ich hier? Sand, ganz viel Salzwasser. Salz, Sand, Granit habe ich. Okay. Dann bau dir aus Granit hier eine Leiter. Woraus möchte ich euch bauen? Sandstone. Hast du nicht? Dann canceln wir die Leitern hier mal ganz kurz. Machen die bitte auch aus Granit. Leute töten. Ja, ich leider nicht so gut. So, und dann die beiden Blöcke auch hier auf. Ist der Prio. Kümmert euch darum. Schnell. Okay, er kann schon mal sich die Sprungleiter machen. Das ist schon mal hervorragend. So bin ich halt. Er kann sich die Sprungleiter rüber machen. Come on. Du kannst dich jetzt retten. Ich weiß, dass du es kannst. Rette dich. Gott, danke. Das... Der Stream hat doch gerade erst angefangen. Bringt euch doch nicht jetzt schon um. Wo sollen wir denn da noch hinkommen? Wo sollen wir denn da noch hinkommen? Frage ich euch. Och, Menno. Nichts, Och, Menno hier. Not ist super Dupe, den ich habe. Den wollte ich jetzt nicht verlieren. Genau, jetzt habe ich hier noch ein Heavy Watt Wire, was ich reinsetzen kann. Ich meine, ich muss das nicht ewig laufen haben, aber es ist halt doch besser. So, dann einmal hier. Nicht mal und Salt. Wo ist es da? Salzwasser. Danke. Der Plan war so gut. Ne? Und Schatten hat sogar nicht aufgepasst. Ich muss das andersrum machen, ne? So. Da kommt dann einfach ein Liquid Land hin. Punkt. Genau. So, genau. Dann baut Ding oder analysiert mir mal den Geysir. Ist er gut? 131 alle 366. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Sei dazu gesagt. So, ihr müsst mir das einmal freibuddeln. Bitte mit erhöhter Prio. So, wir bringen euch jetzt nicht nochmal um, ne? Das sehen wir jetzt richtig. Das seht ihr jetzt auch alle ein, dass ihr euch nicht nochmal umbringt. Gegenseitig auch. Danke. Spielempfehlungen Transportier werden sehr gute Klone von Transport Tycoon. Transport Fever. Ich glaube, ich habe davon schon mal was gesehen sogar. Wenn ich mich gerade nicht vertue. Ähm,
Ich weiß nicht. Also die Kappas verwirren mich jetzt gerade so ein bisschen. Ich muss übrigens mal ganz kurz. Habe ich hier irgendwo einen? Ja. Ich ziehe mir oder ich werfe mir mal ganz kurz was über. Also, das klang falsch. Stopp! In the name of the law! Ich meinte ein Hoodie! Ich wollte mir noch ein Hoodie anziehen. Nicht, dass ihr wieder irgendwas Böses über mich denkt. Sorry, du brauchst dich dafür nicht entschuldigen. Alles gut. Es gibt nichts Besseres als Transport Tycoon. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kenne beide Spiele nur vom Hörensagen, aber das war's dann auch wieder. Alles darüber hinaus ist so ein bisschen. Hier ist Bleachstone, nicht? Nee, ja doch. Aber das ist wirklich, wirklich gut. Also, ne, ich glaube dir auf jeden Fall, so ist nicht. Ich habe leider momentan keine Möglichkeit, noch ein neues Spiel anzufangen. So, jetzt muss ich immer. An diesen Ort darf ich nicht wirklich ran. Also ich kann. Aha, ich verstehe. Dann machen wir mal so. Und dann machen wir hier Insulated Tiles drum. Und so. Und der Rest wird hier rausgebuddelt. So. Dann haben wir das. Dann komme ich hier in das Waterweed Seat. Wieso darf ich da nicht hin? Also. Achso, an dieser Stelle. Warum ich nicht hin da. Oder was, warum ich hier nicht bauen darf, ist, weil der. Das Ölding hier im Weg ist. Dafür. Leider. Ist ein bisschen doof, aber hey. So. Hervorragend. Damit ist das jetzt schon. Bist du schon am Pumpen? Das kommt da rein, das kommt da hoch. Ah! I do understand now. Die Mütze passt sogar relativ gut. Muss ich gestehen. Ja, ich habe das mal sogar ein bisschen günstiger gemacht, habe ich mir gedacht. Einfach weil. So, move debris into storage. Einfach weil ich mir so denke, wenn ihr eh schon Subscriber seid, dann kann ich euch auch mehr Kram geben. So. Oder kann ich euch die Möglichkeit geben, dass ihr mehr mit den Emotes rumspielen dürft? Ich habe 408 Tonnen Mafic Rock. Oh. So. Ich mach mir mal hier ganz kurz ein bisschen was an Storage. Es geht mir nämlich so minimal aus. Man kann das einstellen, wo. Uff, ja. Das kann man. Wo wäre das jetzt klug, dass. Wenn du bei dir auf dem Dashboard bist, dann kannst du oben links auf das Symbol drücken, damit du mehr Kram oder auf mehr Kram Zugriff hast. Oh, jetzt habe ich die alle auf 6. Stufe gebaut, ne? Genau. Ja, habe ich. Und wenn du das machst, gibt es dort irgendwo einen Punkt, der Kanalpunkte heißt, wenn ich mich gar nicht irre. Wusste ich gar nicht. Da kann man dann zum Beispiel auch die Sommersuit, Snazzy Suit, Kohle, Rust, Refined Carbon kann da rein, Salz kann da rein, Lime kann da rein, Shrike, Pippe, nee, gar nicht, keine Eggs. So, Clay Dirt ist okay, Sand ist okay, Reed Fiber ist okay, Liquid Fiber nicht, Manufactured, nope.
Metal ist okay, Miscellaneous ist okay. Organic ist okay. Raw Mineral ist okay. Refined Metal ist okay. Und Seed ist auch okay. Gut, dann einmal Copy Shellings da anwenden. Achso, ich habe dann noch 1000. Ich dachte jetzt, ich hätte irgendwie gar kein Storage Space mehr. Was? Das waren kaum Worte. Storage Space. Aber anscheinend habe ich die. So, und jetzt wirst du hier einmal voll gemacht. Genau, und dann soll ich hier bitte... da kommt nämlich... Consumable Ore, Bleachstone, offene 7. Ich nenne das Gummipunkte. Also ja, habe ich das, den Satz zu Ende formuliert? Wenn nicht, dann wiederhole ich mich einfach. Dort kann man dann auch die Belohnungen, die halt quasi nicht irgendwie... Na, also man kann eine eigene Belohnung einsetzen. So wie ich zum Beispiel das gemacht habe mit, dass man sich für genügend Punkte oder mit genug Punkten ein wenn man genug Punkte hat, kann man, ne? Worte. Kann man sich einen Sub kaufen. So, boah Gott, das waren schwere Worte. Die Herausforderung angenommen, die 200.000 packe ich. Also, wo ich mich jetzt dran orientiert habe, okay, ich habe jetzt hier gerade minimale Probleme, nein, das kriege ich hin. Woran ich mich dort orientiert habe anhand dieser Punkte, ich habe hier 34.000, nee, 3.000, was? Das ist, machen wir mal ein Auge zu, dann kann ich besser sehen. Ja doch, das ist, sind so viele. Ist, dass Twitch mir gesagt hat, dass ein Durchschnittszuschauer 220 Punkte macht, die Stunde. Und dass ein Sub halt 440 bekommt. Und dann habe ich einfach mal ausgerechnet, ne, mit 440 Punkten die Stunde, sagen wir mal, ich streame 4 Stunden pro Tag, 3 Streamtage und jemand ist immer dabei. So habe ich das quasi ausgerechnet. So, Plumbing. Und zwar, das wird jetzt nicht hübsch. Input, Output. So, Input, Output, Input, Output. Wir wollen aber hübsch haben. Moin Loki. Na, was geht ab bei dir? Ich gebe mein Bestes für hübsch, aber hey. Mein Bestes ist nicht genug. So, wie viel Salzwasser ist da noch nicht genug? Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt hier nicht überfließt. So, aber dann kann ich jetzt hier Waterweed einpflanzen. Hoffentlich. Mal gucken. Mal gucken, wie gut das funktionieren wird. Gelanden um die Rohre. Früher war mehr Lametta. So, wie weit sind wir mit dem... Geysir. Ich habe da kein... doch, wir sind fast fertig. Glücklicherweise. Dann weiß ich gleich, wie viel Salz, was wir da rausbekommen. So, jetzt ist das fertig. Wir bekommen... okay, das wurde noch nicht aktualisiert. Wir bekommen da auf jeden Fall Kram raus. Ich sollte auch... nun, das ist wieder ein klassisches... Schatten hat eine kluge Idee, wird sie aber höchstwahrscheinlich nicht umsetzen. Aber es wäre halt wirklich klug. Ich sollte vielleicht Tanks bauen, damit ich das Salzwasser ein bisschen auffange. Übrigens hast du schon Warframe runtergeladen. Guck mal, mein Modell kann auch Kernschmelze. Moin Alternis, na was geht bei dir ab? So, genau, jetzt dürfte ich wieder nichts auf unrefrigerated food.
Ich zeig mir wo, nicht, dass ich's mehr Dings. Okay. Das ist nicht gut. Ich verstehe Probleme. Hehehe. Genau. Mobbt das auf! Mobbt es auf! Unser Essen wird schlecht! Mobbt! Okay, danke. Puh. Ach ja, wenn du jemand fragen tut, du hast Pokémon als Nuzlocke gestreamt. Okay. Wie viele Hatchling-Eggs habe ich seit gecrammt? Ja. Gibt's Barbecue? Es gibt Barbecue. Warte, ist jemand von euch schon elderly? Du bist happy, du bist happy. Du bist nicht happy. Dann, warte, du, wie alt bist du? 43, 78, okay, der ist fast tot. Ihr beide werdet zu Nahrung. Und ihr seid hier noch happy, ne? Genau. Tesla auf Schatten, was hast du gestreamt? Ich habe eine Pokémon Nuzlocke gestreamt. Hat's funktioniert? So, du dürftest jetzt keinen Bleachstone mehr, beziehungsweise du solltest jetzt nicht mehr aufgeessen. Und ihr seid noch nicht... Achso, ich verstehe. Ihr jammert gerade rum, dass ihr noch kein Wasser habt. Weil das Wasser hier natürlich erstmal ein Wasserlevel von knapp 1000 Gramm pro Block einnehmen wird. Warum ist hier... Was? Wieso... Okay, ich meine, so schlimm ist es nicht. So schlimm ist das nicht. Aber es wundert mich, warum ist hier Wasser drin? Also normales Wasser. Und hast du keine... Bist du nicht eingestöpselt? Nein, falsches Grid. Ich hab's gleich. Da. Oh ja, bist du... nicht. Ups. Müssen die in Salzwasser stehen? Was streamst du gerade? Eine Pokémon Nuzlocke. Also es ist egal, oder sie müssen in Wasser, Salzwasser oder in Brine stehen. Halt eins von den dreien. Combat, ja, nee, das ist richtig. So, du bist analysiert. 77 Zyklen, alle 103. Warte, wie viel spuckst du aus? 15,9 Kilogramm an Salzwasser. Bin mir unsicher, wie viel das ist. In Brian, genau, das Leben von Brian. Das Leben des Brian, stand immer unter Pflanzen. Ich meine, die Macher von Monty Python standen bestimmt unter Einfluss irgendwelcher Pflanzen. Was? So, jetzt ist wieder Combat, das ist okay, solange niemand sich einpieselt. Apropos einpieseln. Ja. Mach mal die Pipi, die Nod produziert hat, weg. Danke. Ich habe hier noch immer einige Snazzy Suits. Camille. Foi Foi. Chucky bekommt auch einen. Kira bekommt einen. Und dann gucken, ob da noch ein übrig ist. So, damit sollte jetzt... Könnt ihr bitte zuerst die Pipes hier fertig machen, bitte. Mein Pipi-Tank läuft gleich voll. Chucky will auch einen Keks. Einen Kels. Okay, Chucky möchte zwei Kels. Keks-Tastatur, Keks, goddammit! Ich glaube, ich kann sogar den Liquid Vent hier einfach zumachen, wegmachen. Ich mach das mal.
Ich glaube, das ist erstmal genug Wasser. Ich glaube auch nicht, dass es einfach verschwinden wird. Oh, unsere Waterweeds, sie wachsen. Das ist gut. Irgendjemand hat gerade gemacht. Ach so, ich verstehe gerade das Problem. Das ist hier kein Greenhouse. Nein, das ist nicht so schlimm. Schiebt Chucky 2 Kelts und 3 Kilogramm Kekse rüber. Hier ist auch noch Sedimentary Rock. So, ihr braucht jetzt 12 Zyklen? In the wild. Okay, gut. Das ist schon, dachte ich, jetzt für einen kurzen Moment da. 12 Zyklen. Und innerhalb, nach diesen 12 Zyklen kann ich... Ach nee, das da kann ich da nicht machen. Wir müssen jetzt einen zweiten Küchenort machen. Food. Gas Range. Wie viel Strom frisst du? 240 Watt, mate. Oh Gott. Stuffed Berry Mushroom Wrap. Surf. Genau, den Mushroom Wrap können wir damit machen. Boop. Gott, das Ding ist riesig. Kann ich da auch Statuen nebensetzen? Boop, boop. Statuen. Ich könnte auch hier ruhig in meine, in meinen Wassertank ein paar Statuen setzen. Boop. 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 Damit das hier ein bisschen hübscher ist. Ich wünsche mir so ein 2x2 Block, das wäre super. Kann ich die auch unter Wasser bauen? Boop. Okay. Machen wir es mal für Ariel ein bisschen hübscher hier. Nicht? Warum nicht? Nom, 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 nom. Was sind das Keke mit Hochschokolade? Hochschokolade! Hochschokolade! So, warte, wie viel habe ich hier auf diesem... 1,42 Kilowatt. Was frisst denn hier alles den Strom? Achso, das sind eine ganze Menge an Türen, die Strom fressen. Die Pumpe hier unten ist sogar relativ wichtig, dass die läuft. Die Lampen sind relativ... Ja, das passt, das passt. Das. Ich sollte das halt alsbald mal auswechseln, aber das passt. Ich glaube übrigens, dass ich eine der beiden Pilzfarmen einfach ausstellen könnte. So, hier habe ich auch noch eine ganze Menge Carbondioxid, genau. Was habt ihr für eine Prio? Ihr habt eine Prio von 7. Ich würde dann hier unten einfach noch ein paar Kühlschränke hinstellen. So, dann machen wir ruhig was Mafic Rock. Damit wir einfach die ganze Menge an Nahrung, die wir haben, noch ein bisschen mehr storen können. Weiß nicht, irgendwas aus Ehrenteig mit höherem Schokoladenanteil vielleicht so eine Art hoch angelegte Kalorienbombe mit besonderem hohen Nährwert. So. Jetzt hat sich aber noch niemand wieder versucht umzubringen. Das ist doch hervorragend. Warum nicht direkt so? Also hochköstlich. Pilzkekse aller Schatten. Ach, nee, hier. Das wird zu Salat. Also wir haben quasi Pilze und mehr Pilze. Pilzkekse klingt irgendwie psychedelisch. Hey. Die Kekse wollen auch nur Spaß haben. Achso. Genau, ich wollte jetzt... Habe ich die ganzen hier auf... Nee, die habe ich mit... Warum haben die alle vorhin hier dran rumgebastelt? Das verstehe ich nicht. Aber ich kann zumindest das, was ich hier habe, schon mal Kopierpasteten. Den können wir angreifen, den brauche ich nicht. Oh wow, die sind aber blutdürstig gerade. So, und woran arbeitet ihr hier? Achso, ihr holt jetzt gerade Kram. Wofür willst du Kram? Wer bist du, Mike? Was möchtest du gerade tun? Achso. Achso, jetzt fangen die an, die Map einmal frei zu räumen. Ah, ich verstehe.
Ich verstehe, was sie tun. Guck mal, hier ist die Temperatur jetzt besser geworden. Ja, das Wasser wird tatsächlich kühler, nicht? Wie ist das hier? Ich meine, das hat hier 4 Grad. 09, 22. Warum sind hier zwischendrin Sachen drin, die... Warum habe ich hier Minusgrade? Ach so. Wait, ist es noch immer von dem... Das bewegt sich ja wirklich langsam. Ah, ja, ja. Deswegen spricht auch der Hochschularen-Kelz gerade mit mir über die Teigkrise in Schokolade. Was? Say what now? Lava, Slickes. Das Problem an Slickstern ist, die können wir leider nicht halten, die Slickster, weil die halt Hitze benötigen. Und wir haben mehr als genug Öl. Also ich kann sie machen und dann machen wir daraus Omelette. Zumindest einmal auf einer Saison Goku-Wolke Richtung Neverland. Ja, guck mal. Ne, das passiert, wenn ich nicht mit der 6er Prio herumspiele, als gäbe es keinen Morgen. So, ihr könntet übrigens... Ach, da ist jetzt wieder Kram. Warum pumpst du nicht? Doch, du pumpst. Minimal, nahezu gar nicht. Move Debris in Storage. Das einmal noch weg und dann kann ich die Tür hier zumachen, dass die nicht mehr reingehen. So, da ist noch mehr Granite. Man lernt raus, Schatten sollte die Finger von den Prioritäten lassen. Aber mit den Prioritäten machen die Kram schneller. Andernfalls muss ich ja... Oh, Himmel. Okay. Ich habe eine Idee, was ich hier machen kann. Hydrosensor. Und zwar dorthin. Ne, das möchte ich sogar ganz gerne mit Prio machen. Cancel. Und zwar, ich möchte ganz gerne, dass die hier nicht aufmachen, wenn das Öl zu einem gewissen Punkt steht. Ganz simpel. Oder aus dem ganz simplen Grund, weil die nicht die Pressure aus der hier rausnehmen müssen. Na, also was bei dem Ölbrunnen so ist, wenn die Pressure oder wenn, ne, während die laufen, bauen die halt Druck auf und die hören auf zu pumpen, wenn der Druck quasi zu hoch ist. So, und wenn das Öl sowieso dann bis hier oben steht, heißt es ja, dass ich nicht mehr Öl brauche. Na, deswegen mache ich ja immer den Hydrogenator. Ich könnte auch alternativ, statt zu sagen, dass die Tür zugeht, ich glaube, das wäre sogar klüger, dass statt zu sagen, die Tür geht zu, dass dann die beiden einfach nicht mehr laufen. Ups, nein, das ist die Pumpe. Schatten, boss, die Lava gleich an. Nee, aber die Lava wird kälter. Und das wird sie wirklich. Als wir die zunächst gefunden haben, war die so um die 1650 Grad. Na, und jetzt ist sie hier insbesondere so unter 1600 gekommen. Was bedeutet, dass die Lava nach und nach aufhören wird zu existieren. Was sehr interessant ist, muss ich gestehen. Ich würde gerne Lavafische angeln. Die gibt es hier nicht. Ich hätte ganz gerne mehr von den Fossilien hier. Aber ich lasse sie einfach machen. Wie viel Schleim haben wir? 6,2 Tonnen. So. Aber ich habe mich jetzt wieder von allem anderen ablenken lassen. Gemein. Ja. Also ich werde die später oder an einem anderen Punkt vermutlich mal anbohren, um zu gucken, was passiert. Höchstwahrscheinlich, wenn wir hier oder so weiter runtergehen. Ne, weil hier unten wird auch noch Lava sein.
Nur um zu gucken, wie genau das mit den Temperaturen funktioniert. Weil wenn man sich das mal anguckt, rot bedeutet sehr warm. So, und jetzt haben wir hier relativ viele warme Gebiete und dann haben wir hier drüber, theoretisch, sollten wir hier eigentlich kaltes Gebiet haben. Aber wir haben hier relativ viel Wärme aufgrund von Steam Vents, Geysiren und sowas. Und da würde ich ganz gern gucken, wenn wir quasi ein kaltes Biom haben und dann einfach in die Lava reingehen, wie stark, ne, oder was da quasi stärker ist. Jo, trotzdem, Refinement. Ich würde nämlich ganz gerne ein Glasforge machen. Und zwar machen wir die mal aus Keramik. Und zwar machen wir die mal hier. Dafür müssen wir aber noch ein bisschen was anderes machen. Denn da brauchen wir hier mal Mesh-Teil. Wir brauchen auch 1, 2. So. Deconstructen das Teil, dann machen wir hier eine Leiter runter. Denn das Glas aus der Glasforge. Liquid Output. Achso. Das Glas aus der Glasforge ist flüssig. Das bedeutet, das sollten wir zumindest irgendwo reinsetzen und dann sagen, ja, lassen wir das mal kühlen. Und da wir eh auf einem arschkalten Planeten sind, können wir das einfach auf den Boden werfen und dann den Rest die Natur übernehmen lassen. Weil es nicht so arschkalt ist, wie ich es mir wünsche. Hier haben wir 30 Grad. Arschkalt, in ganz großen Anführungszeichen. So, heißt, ich muss Plumbing. Machen wir eine ganz normale Liquid Pipe. Ich mache die auch mal aus Keramik. So. Einfach für die Überhitztemperatur. Und das hier aus Stahl für die Überhitztemperatur. Und dann braucht das Ding eigentlich nur noch Temperature 275. Braucht das Ding eigentlich nur noch den Befehl, uns Glas zu machen und Strom. Scheiß auf die Natur, einfach Wasser reinpumpen. We need space. We need the space. Aber ich habe keine Lust, das Wasser von hier ganz hinten hier hin rüber zu pumpen. Dementsprechend einfach fallen lassen und gut ist. Es kühlt schnell genug ab. Zumindest in der Theorie. Anders als das, wie schaut es mit der Temperatur hier vom Wasser aus?